So, herzlich willkommen. Ich bin Eggy von der AFCT. Heute darf ich in Nürnberg sein, bei meinem Kollegen und Freund Robert Hoffmann in der Athletikbox. Robert, danke, dass ihr hier sein dürfen. Freut mich sehr. Ich freue mich auch. Robert hat sein Studio seit einem Jahr, eineinhalb Jahren. Ja, jetzt schon fast zwei. Jetzt sind schon zwei Jahre. Extrem geile Box hier. Athletikbox, keine Crossfit-Box, Athletikbox, wo sehr stark eben auf Bewegung geht. Wir haben hier Kettlebells, wir haben Reifen, wir haben Boden, wir haben Medizinbälle, Sandbags. Genau, also extrem viel Spielzeug, aber auch sehr viel Freifläche, um sich viel zu bewegen. Robert kommt aus dem Jiu-Jitsu, richtig? Taekwondo. Kommt aus dem Taekwondo, also sehr bewegungsaffin und hat sehr stark in seinem Studio vertreten sind diese Clubbells. Genau. Das sind Indian Clubbells im Prinzip. Ich habe sie jetzt aus Holz. Die ganzen Sachen gibt es im Prinzip auch aus Metall, also aus Stahl. Genau, schwerer, leichter. Also ich sage mal, anfangen mit 1 bis 2 Kilo. 2 Kilo ist schon echt eine Hausnummer für Leute, die noch nie damit gearbeitet haben. Aber mit 1 Kilo, dass man erstmal so den Bewegungsablauf lernt, das geht dann auch erstmal so um den Bewegungsablauf. Genau, was haben wir hier zu einer? Wie viele Kilo sind das? Das sind jetzt 2 Kilo, genau. Genau. Wir zeigen euch heute 3 Einsteiger- und sagen wir mal Standardübungen. Wir starten mit Übung Nummer 1. Robert ist nämlich drin deutlich besser als ich. Er macht das schon sehr lange, zeigt uns diese Übungen heute. Also im Prinzip erstmal hier für Unterarmkraft, Rotation, Griffkraft. Kann man hier einfach mal, der Schwerpunkt liegt natürlich ziemlich weit oben, daher muss man sich da ziemlich anstrengen. Das ist wirklich für den einen oder anderen ist das mit 2 Kilo schon echt eine Hausnummer. Ja, besser ist es auch erstmal leicht anzufangen und dann hier schön von links nach rechts zu arbeiten, einfach die Griffkraft und die Kraft im Unterarm zu verbessern. Ja, das ist, also Griffkraft ist in unserem Sport oder bei dem, was wir machen, auf jeden Fall eine wichtige Sache. Ja. Griffkraft ist natürlich ein generelles Tool, was wir brauchen, um einfach Dinge festzuhalten und generell den Körper auf hohes Niveau zu bringen. Definitiv so. Dann geht es mal mit der Griffkraft los. Die Klappe an und für sich ist ein Trainingstool, was zum ballistischen Training mitgehört. Also das heißt, zum ballistischen Training, da haben wir ja auch Tools wie Bulgarian Bags, Sandbags, Kettlebells. Und hier arbeitet man halt auch mit der Fliehkraft. Das heißt, man hat eine explosive Beschleunigung, mit der man Fliehkraft erzeugt und muss dann stabilisieren gegen die Fliehkraft wirken. Das ist ein schönes Tool, weil ich auch gemerkt habe, dass viele Leute damit zu tun haben, ein Gelenk locker zu lassen, ja, und mobil zu lassen und aber andere Gelenkstrukturen zu stabilisieren, und hiermit lernt man das eben sehr gut auch, ja, durch die Fliehkraft. Die zweite Übung ist Around the Head Pass. Geht man hier eng über die Schulter. In erster Linie ist es natürlich immer wichtig, sich das Ding nicht gegen die Birne zu schlagen. Aber deswegen fängt man auch erstmal mit 1 oder 2 Kilo maximal an, um wirklich erstmal den Bewegungsablauf zu erlernen. Und dann ist hier, wie wenn man sich durch das Haar kämmt sozusagen, geht man hier eng über die Schulter, führt den Oberarm hier eng am Ohr vorbei und zieht sich die Kugel dann eng über die Schulter wieder in die Ausgangsposition zurück. Da Robert sehr viel mit Kettlebells macht, das hat er das Kugel gesagt, was aber nicht ganz falsch ist, weil die Übung sehr stark an Halo oder Around the World herankommt. Genau. Nur diesmal mit den Klappen. Genau. Und das Besondere hier ist halt, dass ich, wenn ich den Halo mit der Kettlebell mache, dann habe ich 2 Hände an einer Kugel. Und hier ist eben die Besonderheit, dass ich meine Gliedmaßen separat voneinander koordinieren muss. Ja, das wird dann auch interessant, wenn wir dann ein bisschen in die fortgeschritteneren Übungen gehen. Wenn man den Bewegungsablauf beherrscht mit einer Keule, dann kann man mit 2 arbeiten. Das zeigen wir euch dann beim nächsten Mal. Genau. Eine haben wir noch. Eine Übung geben wir euch noch mit. Und zwar ist das im Prinzip der Shoulder Pass. Da geht man hier auch, wie wenn man sich die Keule hier auf die Schulter legt, führt man die Keule eng über die Schulter, versucht hier so weit wie möglich mit dem Ellbogen Richtung Decke zu gehen.
Ja, versucht aber den Brustkorb auf jeden Fall geschlossen zu lassen, also nicht hier den Brustkorb öffnen, sondern immer schön die Rumpfspannung behalten und dann beschleunigt man die Keule hier nach vorne und lässt sie dann hier seitlich ausschwingen und führt sie dann eng um die Schulter wieder rum. Das ist eine überragende Übung hier für Schultermobilität, also auch der Around the Head Pass, der Shoulder Pass, das sind zwei Top-Übungen im Prinzip, die für alle Sportler geeignet ist, die Schultermobilität benötigen. Also sei es Turner, Crossfitter, egal was, eine Schultermobilität ist ja, wenn man so nach dem Joint-by-Joint-Approach geht, ziemlich wichtig für jeden. Und das ist ein geiles Tool, um da eben förderlich in Richtung Mobility, was Schultermobilität angeht, zu gehen. Und zudem natürlich auch die Stabilität fördern. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Robert, herzlichen Dank. Wir sehen uns am zweiten Teil. Dann kommt die Ankündigung, die Robert schon sagte. Viel Spaß im Ausprobieren und ciao. Servus.